Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Querkraftohren-Support und wie ihr damit umgehen könnt, das zeige ich euch jetzt. Per Doppel-Linksklick könnt ihr das Support öffnen und die Submaske öffnet sich im Eigenschaftsfensterbereich. Wie immer seht ihr in der Kopfzeile die Version und um welches Support es sich eigentlich handelt. Und wenn es einen Premium-Partner gibt, wie in diesem Fall Max Franck, dann ist der auch in der nächsten Zeile vorhanden. Hier hat Max Franck vier Buttons für euch überlegt und stellt sie euch zur Verfügung. Dazu mal meinen Internet Explorer mit auf diese Seite gebracht. Wenn wir den ersten Button anklicken, sind wir sofort die ganze Eintragung vom EchoDorn einfach mal durchlesen und schauen, was sind denn die Vorteile des Querkraftohren von Max Franck. Der zweite Button führt auf die Homepage von Max Franck. Der dritte Button, wichtiger denn je, entweder er führt sofort das PDF-Reading aus oder je nach Einstellung des Internetbrowsers lädt euch die aktuelle Version der PDF oder des Handbuches herunter. Last but not least eine super Funktion. Ihr könnt hier in den Online-Katalog von Max Franck stöbern und das Tolle ist, je nachdem, was ihr hier einstellt, werdet ihr hierher gelotst. Also WQ100. Wir machen mal WQ300 und los. Und jetzt sind wir auf einmal beim WQ300. Genau in die andere Richtung geht es auch. 40 WN und Online-Katalog. Also ihr seht, ihr kommt immer an der richtigen Stelle heraus und habt dann alle technischen Daten vorhanden, die ihr zum Einbauteil benötigt. So, das war es erstmal von den Links. Wir haben auch schon fast die Eingabe gesehen. Wie immer haben wir hier einen Kurztext, den wir abspeichern können. Und dann können wir diesen sozusagen im Projekt abspeichern. Wir haben einen Langtext, der ändert sich automatisch wie immer mit. Was wir hier machen können, Herstellername natürlich, Max Franck, Typen WN, WQ, N und Q und die Kategorie. Je nachdem wird er auch größer oder kleiner. Brandschutztechnisch können wir auswählen, weil wenn wir R120 auswählen, dann passiert Folgendes. Es wird eine Brandschutzmanschette hinzugefügt, wie wir hier sehen. Und das Tolle ist, egal was wir ändern und schließen, also wir können hier noch die Fugenbreite natürlich ändern, je nachdem ändert sich die Brandschutzmanschette und schließen das Ganze. Und schon steht auch hier automatisch in unserer Legende der nächste Subpart bereit. Ein Stück, wir kopieren das Ganze und es sind drei Stück. Ich kopiere mir mal noch eins nach unten und ändere das mal ab und sag, okay, wir wollen jetzt einen WQ 210 und jetzt brauchen wir vielleicht eine Fugenbreite von 80 cm. Das kann nämlich der Querkraftohren von Max Franck. Allerdings sollte man sich daher vorher mit Max Franck besprechen. Dann können wir hier den Haken aktiv setzen und auf einmal erscheint hier die 80. Und dann können wir eine Fugenbreite von 80 cm auswählen. Das speichern wir jetzt ab. Wir übernehmen den Kurztextnamen, schließen das Ganze. Wollen wir die anderen Smart Parts mit übernehmen? In diesem Fall nein. Und es erscheint eine weitere Zeile von unserem Querkraftohren. Wir können das Ganze natürlich kopieren, sagen wir mal von hier in Abständen von 75 cm mal, wie oft machen wir 10, 0,75. Und jetzt haben wir das Ganze 10-mal kopiert und es kommt auch hier in unserer Tabelle raus. Also 10 plus 1 sind 11 Stück, die werden hier erscheinen. Auch die ganzen Standardfunktionen wie Einbauteil beschriften funktionieren natürlich hier. Und ihr könnt natürlich auch den Drehwinkel nicht vergessen, weil da habe ich schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Einfach Drehwinkel 90 Grad, einmal Enter. Und schon könnt ihr das Ganze auch in die horizontale oder in die
vertikale beschriften. Genau. Mein Tipp ist also, man nimmt sich den ersten Subpart, beschriftet den und kopiert dann diesen weiter, weil dann hat man gleich jede Beschriftung mit dabei. Wir machen 10 Stück in Abstand von 80 cm und haben jetzt hier 22 Stück. Das Tolle ist, wir können auch einen Report natürlich erstellen. Gehen hierzu auf Büro, Subparts und dann auf die Einbauteil-Mengenliste. Doppelrechtsklick und wir werten alle Subparts aus. Ihr könnt natürlich auch Teilbereiche, Teilbilder, Bauabschnitte, gebäudetechnisch, Geschossbereiche, was ihr möchtet, könntet ihr da auswerten. Er umfasst immer alle Einbauteile. Ihr könnt natürlich auch filtern und sagen, ja, ich möchte nur ein Einbauteil auswerten und das weiterschicken. Aber in dem Fall sind es alle. Ja, dann sehen wir hier den Bereich. Wir haben hier zweimal den Kurztext QKD1 und QKD2 für Querkraftdoren. Ihr könnt das Ganze aber auch eurem Bürostandard anpassen. Wenn ihr nicht QKD, sondern Doren oder irgendwas schreibt oder eine Zahl, alles möglich. Kategorie ist für mich wichtig, denn um was geht es denn überhaupt? Und dann der Typ, Hersteller und die Stückzahl. Wenn wir hier das Ganze aufklappen mit Plus, dann sehen wir alle verlegten Querkraftdorne und wenn wir einen hier anklicken, kommen wir per Mark and Zoom in Alplan rein und sehen sofort, wo wurde denn dieser eingebaut. Das braucht man ab und zu zur Fehleranalyse oder für sonstige Daten, wo ist denn der überhaupt verlegt worden. Wir können auch auf das Plus von Typ klicken, dann bekommen wir eine 3D-Abbildung von dem Subpart. Das Ganze ist auch steuerbar an der linken Seite am Interface, denn wenn wir mich jetzt hier die Druckvorschau aktivieren, dann verschwinden diese Kreuze. Dann sehen wir so, wie es zum Beispiel jetzt in diesem Fall auf einem DIN A4 Blatt aussehen würde. Und auf dem DIN A4 Blatt, da brauchen wir natürlich eine Kopfzeile und eine Fußzeile. Auf dem Plan ist das natürlich eher hinderlich, da wollen wir eigentlich nur diese Liste absetzen und da können wir dann einfach A4 Export deaktivieren und bekommen dann unser, ja, machen wir noch das Logo weg, dann bekommen wir unsere Liste, so wie wir es vielleicht auf dem Plan haben möchten. Genau. Ich setze das Ganze mal hier in Altplan ab, Maßstab 1 zu 50 gerade und dann kriegen wir hier eine große Liste, aber haben nichts mit der Hand summiert, sondern alles automatisch und haben hier die vollständige, fertige Liste. Und das Tolle ist, natürlich ist diese Liste immer kombinierbar mit den eigenen Einbauteilen im Altplan-System und diese sind auch kombinierbar mit allen anderen Subparts. Das heißt, egal welcher Hersteller, egal welches Einbauteil, alle Listen sind immer kombinierbar und ihr könnt eine Liste benutzen für alle Einbauteile. Das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch den Querkraftdoren etwas näherlegen und unbedingt die Bemessungssoftware ausprobieren. Die hat es nämlich wirklich in sich. Bis zum nächsten Mal. Euer Subgrade-Team.